Am Montagabend stellten sich die vier Kandidaten für den Reutlinger OB-Posten während einer Diskussionsrunde bei der örtlichen Kreishandwerkerschaft nicht nur vor, sondern beantworteten auch Fragen. Zum Beispiel, was ihrer Ansicht nach die wichtigsten Themen in der Zukunft wären. Also ich glaube, das wichtigste Thema ist, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen in dieser Stadt. Wir müssen die Wirtschaftskraft stärken. Wir brauchen einen flüssigeren Verkehr mit allen Verkehrsträgern, die es gibt, also einen modernen Verkehrsmix. Wir brauchen eine attraktive Innenstadt, auch nach 19 Uhr noch eine lebendige Stadt, auch für junge Menschen. Ich bin Wirtschaftskorrespondentin. Tatsächlich liegt mir die Wirtschaftsförderung sehr am Herzen. Denn ich denke, in der Stadt braucht es eine Geschäftsflächenentwicklung. Auch das ist Wirtschaft, kleine Wirtschaft, Startups, die man unterstützen kann, Brachflächen, die man zur Verfügung stellen kann. Auch die Frage, warum gerade Sie für den frei werdenden Posten geeignet seien, interessierte uns. Reutlingen ist meine Heimatstadt. Aufgewachsen, zur Schule gegangen, auch einen Verein gegründet, 6 Jahre im Stadtrat aktiv gewesen für diese Stadt, auch im Kreistag. Und wenn sich die Möglichkeit gibt, in der Heimatstadt Bürgermeister zu werden oder Oberbürgermeister sogar, dann habe ich mir das lange überlegt, aber auch mit dem Ergebnis überlegt, jetzt auch anzutreten, weil es mich einfach fasziniert. Ich wäre sicherlich ein OB etwas anderen Zuschnitts, als man das sonst so hat. Ich bin ein sehr erdverbundener, sehr erdverwurzelter Mensch, der bodenständig daherkommt und mit den Leuten auf Augenhöhe redet. Und ich kenne meine Verwaltung und ich kenne die hohen Reibungsverluste, die wir auch haben in der Verwaltung und auch mit den Bezirksgemeinden. Ich glaube, es wäre gut für Reutlingen und für mich wird es auch passen. Über die Arbeit Ihrer Vorgängerin sind sich fast alle Kandidaten einig. Also in jedem Fall gilt es, großen Respekt zu zollen vor der Leistung der Oberbürgermeisterin Bosch in den 16 Jahren. Das muss man wirklich erstmal machen. Mit viel Herzblut, mit viel Engagement habe ich sie kennengelernt. Und also eine absolute Wertschätzung, Hochachtung habe ich da vor dieser persönlichen Leistung von ihr. Ich habe sehr großen Respekt vor der Leistung von Barbara Bosch. Es waren nach meiner Meinung 16 gute Jahre für Reutlingen. Sie hat unheimlich viel angeschoben, viel umgesetzt. Cindy Holmberg schätzt die Arbeit von Barbara Bosch ebenfalls, sieht die letzten Jahre allerdings kritischer. Also die Frau Bosch, die hat sehr gut und sehr stark angefangen. Ich denke, sie war in den letzten Jahren durchaus durch die Krankheit ihres Mannes nicht 100% einsatzfähig. Ich denke auch, dass man das in der Stadt gespürt hat. Sie ist dennoch ein großes Vorbild für mich, muss ich sagen. Sie hat auch jetzt in diesem Haushalt die Weichen wieder richtig gestellt. Und ich denke, für diejenige oder derjenige, der nachfolgt, wird dieser Haushalt ein großes Potenzial bieten, diese Stadt weiterzuentwickeln. Wir dürfen gespannt sein, wer am Ende das Rennen um den Posten als Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin von Reutlingen macht und ob noch weitere Kandidaten oder Kandidatinnen dazukommen. Bewerbeschluss ist der 7. Januar. Die Wahl erfolgt dann am 3. Februar.